Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und zu einem weiteren Mod-Test. Ja, ihr seht es, wir testen hier eine Grube. Ja, von der Farbe her, ja, gewöhnungsbedürftig das Grüne, aber ich glaube, das ist Originalfarbe so, wenn es mich nicht täuscht. Ja, er schaut eigentlich so weit ziemlich gut aus. Die einzelnen Zinken sind gefedert. Hier hinten eine Rolle. Das passt eigentlich so, also ziemlich realgetreu, muss ich sagen. Wir schauen dann gleich mal im Shop. Da ist er. Also Grube, 8 Meter, Anzahl der Arme, also Zinken sozusagen, 33, Gewicht 3,1 Tonnen. Oh, da muss ich aber sagen, 3,1 Tonnen? Echt? So schwer? Ja, okay. Kann ich mir persönlich echt nicht vorstellen, dass das da 3 Tonnen wiegen soll. Ich persönlich kann es mir nicht denken, aber naja. Wartung, also Betriebskosten 40 Euro am Tag. Ja, hier steht noch ein wenig was dabei. Das wird jetzt nicht mehr. Maßstab ist 1 zu 1. 32.500 kann man Geld lassen. Gut, Bildschirm angepasst, gefällt mir sehr. Weil man hier das nicht, ja, Modding Team. Okay. Ja, dann testen wir den gleich mal aus. Gehen wir Grube an. Ja, okay. Ich denke mir, da brauchen wir noch mal ein Gewicht. Weil 3 Tonnen schafft auch der Schlepper nicht ohne Gewicht. Was ich eben irgendwie gerade sehr komisch finde. Wenn wir das blöde Gewicht noch finden, oder ich, dann wär's gut. Dann nehmen wir gleich das Schwerste. Wobei, wie gesagt, 3 Tonnen, nö, oder? Also ich kann es mir echt vorstellen, dass der in real 3 Tonnen haben soll. Man hier in Game kann ich mir vorstellen, dass der 3 Tonnen hat, wenn der große Schlepper den nicht mal schafft ohne Gewicht. Aber das werde ich mal googeln, ob das stimmt. 3 Tonnen nie im Leben, das kann nicht sein, ey. Ein Gruber. So einer mit diesem Aufbau? Nö. Na egal, ich lasse mich überraschen. Also rechts unten wird auch schön angezeigt, wo man sich gerade befindet, auf dem Schlepper. Ja komm, das kann man nicht mal fahren, also da kippt er die halbe Zeit um. Also beim Gewicht muss man eindeutig nur was machen, das kann nicht stimmen. Nö, 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 das lasse ich nicht gelten. So, genau. Dann klappen wir mal auf mit der Taste X. Schön animiert mit dem Zylinder. Ja, das funktioniert. Hier angeschlossen. Passt schon Abschluss. So, dann drücken wir V. Und schon geht es los. Wir grubern hier mal. Und er macht seine Arbeit. Ihr seht es. Schönes Geräusch. Schön mit dem Partikelsystem. Wir drücken H für den Helfer. Und schauen mal, ob der das auch wirklich fein macht. Ja, auch schön animiert, dreht sich alles, also soweit ziemlich gut, nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, also auch die Feldgrenze erkennt er. Ja, okay, es macht auf dieser Seite weiter, aber das soll uns ja nicht stören. Ja, das war's eigentlich zu dem Mod schon. Also wie gesagt, das mit dem Gewicht ist mir etwas, ja, zu schwer. Weil so kann man nicht mal gescheit fahren. Da braucht man einen ihr großen Schlepper und das ist, ich glaube, nicht wahr. Ja, also weitere Mod-Vorstellung findet ihr auf meinem Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Ein Like und Abo kann nicht schaden. Also viel Spaß mit der Mod. Er funktioniert einwandfrei. Auch keine Logfehler hier zu sehen. Also kann man empfehlen. Das Gewicht müsste angepasst werden, weil das ist meiner Meinung nach zu schwer. Weil wenn man in der Kurve fährt, plumps, kippt man um. Also viel Spaß und ciao Leute.